Qbot Node Plus. Von den Specs unterer Durchschnitt, mit einer Ausnahme, einer lichtstarken Kamera. Aber erstmal schauen, was alles dabei ist. Das Handy selbst später. Ein bisschen Papier. Ein USB-C-Kabel. Ja, USB-C. Und ein entsprechendes Netzteil, das nur normales USB ist. Kommen wir also zum Handy selbst, welches Qbot typisch in einem Bumper geliefert wird. Die Verarbeitung lässt auch hier nichts zu wünschen übrig. Der Kunststoff wirkt optisch ansprechend und weist kleine Details auf. Die Zeiten, wo die Taster ein ungutes Gefühl hatten, sind natürlich auch in diesem Preissegment vorbei. Und endlich hält USB-C Einzug. In der unteren rechten Ecke ist eine kleine Einkerbung zum Öffnen des Deckels. Mit ein bisschen Drücken und Ziehen ist dieser ab. Und zum Vorschein kommen die beiden Micro-SIM-Karten-Slots, welche parallel zum Micro-SD-Karten-Slot genutzt werden können. Für den Transport ist der Akku mit einem Kleber gegen Entladen gesichert. Die 2800 mAh reichen so für den Tag. Also Klebchen ab, Akku wieder rein und Deckel drauf. Android ist in einer Basiskonfiguration. Keine Anpassungen von Qbot. Schnell und einfach einzurichten. Schnell den Fingerabdrucksensor anlernen. Nach ein paar Klicks ist das alles erledigt und man ist auf der Android-Oberfläche. Auch hier Default. Schön, dass Qbot nicht mit einem Crazy Launcher aufwartet oder Apps vorinstalliert. So sollte ein Android-Phone aussehen. Die Android-Installation mit den Recovery-Daten belegen knapp 6 GB der 32 GB, die eingebaut sind. RAM wird rund 1 GB von den 3 GB dauerhaft verwendet. Der Fingerabdrucksensor macht einen guten Job, wenn er auch etwas braucht, bevor er den Bildschirm freigibt. Die Installation ist wie gesagt nicht nur frei von Bloatware, sondern auch von Viren oder Add-ups. Bei dem Bench-Test ist das Gerät nicht der Überflieger. Zwar erlaubt es sich auch keinen großen Ausrutscher, aber anspruchsvolle Spiele sind nur mit Einschränkungen spielbar. Im Alltag ist der Speed aber ausreichend. Das absolut Überragende ist dann eher die verbaute Kamera. Eine Linse und nicht dieser Dual-Lens-Schnickschnack. Und dafür eine richtig gute. Selbst im Lowlight Top-Aufnahmen. An der Testkarte keine Schwäche und selbst im dunklen Raum geblitzt und noch gestochen scharf. Meine Brücke zeigt selbst bei 700-fachem Zoom keine Probleme. Somit zusammenfassend, bis auf die Abstriche beim MediaTek MT6737T überzeugt das 100 Euro teure Handy. Full HD Display und USB-C ist selten in den günstigen Smartphones. Die Kamera ein absolutes Highlight. Mit dem Note S hat Qbot zumindest mal wieder gezeigt, dass sie es können und das X18 scheinbar nur ein Ausrutscher war.